glaube, dass im Großen und Ganzen Sassuolo wirklich ein toller Verein ist, mit einem neuen Trainingszentrum, was hier wirklich sehr schön gemacht worden ist, alles. Und ich denke auch, dass die Spieler und die Betreuer alle wirklich sehr eng zusammenhalten immer, dass es wie eine Familie hier ist. Und ja, ich bin glücklich, dass ich hier sein darf. Ja, ich denke, dass die Serie A einer der besten Ligen der Welt ist. Und ich bin sehr glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich wollte auch in einer besseren Liga spielen. Und ich glaube auch, dass die Serie A jetzt zu den besten Ligen gehört. Und deswegen hat man auch wirklich sehr gute Spiele, sehr viele gute Spiele. Da sind 20 Mannschaften in der Liga und da kann man fast gar keinen Gegner ausschließen. Ja, die Unterschiede zwischen der österreichischen Bundesliga und der Serie A. Ich meine, erstens einmal sind viel mehr Mannschaften da. Das heißt, du spielst nicht gegen jeden drei- oder viermal, du spielst gegen jeden zweimal. Und ja, da hast du viele Spiele, verschiedene Gegner und musst dich jetzt auf jeden Gegner anders einstellen, taktisch viel arbeiten, damit die Abläufe wirklich gut funktionieren. Und ja. Ja, er ist ein sehr guter Trainer, der viel taktisch arbeitet mit uns im Training und versucht wirklich, dass wir das im Spiel umsetzen, was wir im Training machen. Ja, wie ich angefangen habe, ich habe begonnen bei Rapid Fußball zu spielen in der U7. Dann bin ich jede Altersstufe durchgegangen. Das heißt, seitdem ich 6 bin, habe ich eigentlich immer bei Rapid gespielt und bis in den Profis bin ich dann raufgekommen. Und in den Profis habe ich dann circa 1,5 Jahre gespielt. Ein volles Jahr und ein halbes Jahr habe ich mittrainiert davor und bin insgesamt auf 48 Einsätze gekommen, glaube ich. In der Europa League Erfahrung gesammelt, in der Bundesliga und im Cup. Ja, in der Europa League ist es uns sehr gut gegangen letzte Saison. Wir sind dann ausgeschieden gegen eine italienische Mannschaft, gegen Inter. Mir ist es persönlich sehr gut gegangen. Ich habe in jedem Spiel fast 90 Minuten gespielt und ein Tor gemacht, noch eins dazu eigentlich gemacht, was mir dann aberkannt worden ist, weil es dann als ein Eigentor gewertet worden ist. Aber ja, es war wirklich eine erfolgreiche Zeit für mich in Rapid und jetzt bin ich glücklich, dass ich bei Sassuolo bin. Ja, wie Rapid gegen Sassuolo damals gespielt hat, war ich nicht am Platz, aber ich habe das Spiel im Stadion angeschaut. Ja. Ja, ich bin sehr stolz, dass ich auch schon in der A-Nationalmannschaft spielen durfte unter Lucescu. Ich habe 2 Spiele unter ihm gespielt. Ich finde, also er ist wirklich ein sehr guter Trainer und hat immer wieder den Kontakt zu mir gesucht. Wir sind noch immer in Kontakt, er gibt mir immer noch Ratschläge und erzählt mir noch immer, was ich besser machen kann und ja, fragt mich auch ab und zu nach dem Spielen, wie es mir geht und gratuliert mir. Also das ist wirklich ein sehr guter Trainer gewesen. Ja, ich meine, wir haben gegen England gespielt und es war wirklich ein gutes Spiel mit viel Tempo und da freut man sich dann über so ein Tor. Ja, in dem Moment, wie ich dann das Tor gegen England geschossen habe, habe ich mich wirklich sehr gut gefühlt, dass ich der Mannschaft dadurch helfen konnte und dementsprechend habe ich mich auch gefreut. Und ja, ich bin glücklich, dass mir der Treffer gelungen ist und bin stolz darüber. Ja, was meine Ziele für Sassuolo sind, ich bin jetzt hierher gekommen, damit ich mich in erster Linie mal selber weiterentwickeln kann, besser werde und natürlich auch dadurch der Mannschaft helfen kann. Und ich werde schauen, dass ich von Training zu Training immer besser werde, von Spiel zu Spiel immer besser werde und der Mannschaft, wie gesagt, helfen kann. Ja, ich meine, das war natürlich für mich eine sehr gute Sache, eine sehr gute Option, die ich dann auch machen wollte, weil ich, wie gesagt, finde, dass die italienische Liga zur weltweit besten Liga der Welt gehört. Und dementsprechend habe ich mich auch gefreut darüber. Und wollte das natürlich unbedingt machen und bin natürlich jetzt sehr glücklich, dass ich hier bin. Ja, ich habe das vorhin auch schon gesagt kurz. Ich finde, das Trainingszentrum hier ist wirklich super. Ich habe gehört, dass das neu gemacht worden ist. Es ist wirklich alles sehr modern und vor allem die Plätze gefallen mir wirklich sehr. Die Plätze sind unter Top-Bedingungen. Die sind wirklich sehr gut und da werden die Leute, die arbeiten, sieht man, dass die halt eine super Arbeit machen und
ja, das alles gefällt mir wirklich sehr gut hier. In one word, what do you like of Sassuolo? What I like about Sassuolo? Yes. Everything. Ciao, Forza Sassuolo.